Hallo und herzlich willkommen hier bei Parox Games zu einem weiteren Conquest Guide zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und es geht um die Datendisks von Conquest Nummer 14, das beziehungsweise 14, 15 und 16, denn wir starten ja in einen neuen, in eine neue Conquest Season und das bedeutet, die Datendisks werden wieder wild durcheinander gewirbelt und die letzte Conquest Season haben wir nicht im Vorfeld kommuniziert bekommen, was es für neue oder alte Disks gibt. Vermutlich, ich glaube, weil sich da nicht viel geändert hatte. Aber es hat sich jetzt einiges geändert und deswegen hat CG uns wieder diese neue Liste gegeben. Und das wird ziemlich interessant werden dieses Mal. Und bevor wir uns die Disks einmal angucken, sei der Hinweis gegeben, es ist ja neue Conquest, das heißt, es gibt neue Guides, neue Discs, neue Feeds, es gibt neue Cheeses, neues, was auch immer. Dafür extra für die Conquest 14 bis 16, also die aktuelle Conquest Season, gibt es natürlich eine eigene Playlist für bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr oben drücken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da immer wieder zu allen Guides etc. pp. Durchklicken und natürlich ansonsten immer jederzeit gerne in meinem WhatsApp-Kanal oder auf Discord unten in der Videobeschreibung. So, Datendisks für die Conquest 14 bis 16 war ja, beziehungsweise in der davorgehenden zwei Seasons, also die letzten sechs Conquests, hatten wir ja relativ konstant die Schmerzverstärker-Meta mit instabiler Explosion, das heißt also alles, was irgendwie mit Debuffs zu tun hat. Und wir haben uns schon gefreut, yay, cool, wir kriegen jetzt Queen Amidala und da geht es bestimmt jetzt richtig schön ordentlich vorwärts. Leider, leider tut es das nicht, denn genau diese wunderschönen Spaßkombinationen, die wir gehabt haben, werden uns leider dieses Mal nicht begleiten. Die fliegen quasi komplett raus, fand ich im ersten Moment ziemlich, ziemlich blöd und schade, weil man damit tatsächlich doch relativ gut vorwärts kommt. Aber die Liste ist lang genug. Es gibt genug andere Discs, die wir uns zu Gemüte führen können. Und es gibt also ein, zwei Discs, da möchte ich euch darauf vorbereiten. Könnt ihr euch reinklicken und könnt ihr dann angucken, was, oder gucken wir uns jetzt mal an, welche Discs sich sehr wahrscheinlich lohnen werden, welche meiner Meinung nach gleich sind, und ihr könnt unten in den Kommentaren natürlich gerne eure persönlichen Favoriten und Kombinationsmöglichkeiten hier dann einmal dazu schreiben. So, fangen wir an mit der, ich glaube fast, einem alten Bekannten, der vielen bekannt vorkommt, und ich kann es leider nicht highlighten, das heißt, ihr müsst selber gucken, ich versuche so ein bisschen den Bildschirm zu zentrieren. Und zwar ist das Zealous Ambition. Das ist der englische Name. Das ist, ich weiß gerade tatsächlich den deutschen Namen nicht. Aber ihr seht es, wenn ihr die Disks habt, nämlich alle Heiler und Supporter, also Unterstützungseinheiten, erhalten Angriff in Höhe ihrer Maximalgesundheit. Das sind 34, 44 und 54% jeweils. Und bereits in der Vergangenheit haben dadurch insbesondere die Heiler und Support-Charaktere massivst Schaden gemacht. Und ich gehe davon aus, dass auch das dieses Mal nicht anders sein wird. Das heißt also, alles, was irgendwie hier mit Erhöhung der Max-Gesundheit einhergeht, boostet natürlich den Schaden der Charaktere enorm. Es gibt leider an der Stelle nur eine Vitalität, also es gab ja auch mal verschiedene Formen der Vitalität. Es gibt dazu in der Kombination hier Vitalität, 35% Maximalgesundheit und Maximalschutz. Also hier jetzt dann quasi die Kombination mit der Zealous Ambition. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Way to go sein, den man wirklich gut und gerne haben möchte. Ansonsten haben wir natürlich unsere, ja, quasi alten Bekannten wieder. Voluntary Vanguard wird auch tatsächlich, solltet ihr euch garantiert auf jeden Fall einmal mit einpacken. Denn, erinnern wir uns kurz, Voluntary Vanguard wird der stärkste Verbündete markiert und dient quasi als Tank. Man kann also hier dadurch dann auch irgendwelche Feeds machen und verhindern. Also Darth Malak ist ja ein prominenter Kandidat für sowas. Oder die guten alten Jedi-Meister-Luke-Teams mit sehr vielen anderen Nicht-Jedi-Charakteren,
wodurch dann sein Spot ja verloren geht und dadurch bekommt man ihn wieder und viele, viele andere Kombinationen und das wird mit Sicherheit etwas sein, wodurch uns viele, viele Cheeses ermöglicht werden. So, ansonsten von den Discs, von denen ich mir persönlich denke, ich gehe jetzt wie gesagt auch nicht alle durch, die ich denke, die ihr auf jeden Fall euch in irgendeiner Form einpacken solltet. Das sind einmal hier Entrenched, solltet ihr euch auf jeden Fall in irgendeiner Form auch besorgen. Zwei Stück wahrscheinlich, das sieht sehr wahrscheinlich ganz gut aus. Gut, die legendären, da, also die lila Discs, das... Die sind alle immer schön und gut. Wenn ihr eine habt, nehmt ihr die natürlich sehr wahrscheinlich mit. Das brauchen wir jetzt gerade nicht machen. Aber ansonsten fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant hier eine Kombination. Ich überlege gerade, die ist schon ein bisschen älter. Zumindest der eine Teil davon. Und zwar ist das hier die Stacking of Fans. Das ist hier, jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Buff bekommt, erhält er außerdem zusätzlich Angriff. Also stapelbar 4 bzw. 5%. Und dazu dieses Spirited Speed, die Übersetzung, also ne, Spirited Speed, dann bekommt nämlich jeder Verbündete, der einen Buff bekommt, auch Zugleiste dazu. Das ist quasi so ein bisschen der andere Dreh mit immer, wenn der Gegner unter 100% Gesundheit sinkt, also die Ruthless Swiftness aus der letzten Season, ist das jetzt sozusagen der andere Part mit, wenn man Buffs kriegt, kriegt man auch Tempo dazu. Dazu dann die Heal Over Time Discs, also quasi die drei Discs, die kombinationstechnisch sehr gut zusammenpassen, hier direkt untereinander. Da bekommt nämlich jeder Verbündete zu Beginn seiner Runde zusätzliche Heilungs-über-Zeit-Effekte. Das heißt 2, 3 oder 4, das sind dann 2 Buffs, 3 Buffs oder 4 Buffs und das sind, wenn man die stärkste Disc hat, also die blaue Version davon, sind das in Kombination, ich gehe jetzt rein von der stärksten Version aus, sind das einmal 12% Zugleiste und tatsächlich auch 20% Bonusangriff. Wenn man das Ganze stapelt, wird da sehr, sehr schnell sehr viel hochskalieren und ihr werdet da relativ schnell Schaden machen. Und ich gehe davon aus, dass das tatsächlich auch eine sehr, 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 sehr starke Kombination sein wird. Ansonsten, ja, hört sich es eigentlich schon ganz gut aus. Den Link übrigens zu der ganzen Tabelle findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch da natürlich auch immer angucken. Könnt die Discs sonst auch nochmal dazu schauen. Und gegebenenfalls, ich schaue mal, dass ich es auf Discord auch noch irgendwie angepinnt bekomme. Alle anderen Discs sind tatsächlich... ganz nett. Hier Fortified kann mitunter ganz nett sein. Mit alle Einheiten bekommen 100% Verteidigung. Immer wenn sie Schaden erleiden, sinkt die Verteidigung, aber dafür bekommen sie Zugleiste. Das ist ganz nice to have. Hat mich persönlich in der Vergangenheit auch schon nie wirklich irgendwie abgeholt oder irgendwie überzeugt. Genau dasselbe mit Potency Calibration. Also man bekommt Effektivität zum Beispiel dazu, wenn ein Debuff widerstanden wird, das kann auch so ein, ja, nimmt man mal mit, wenn es geht, ne? Und ansonsten hört es dann hier schon aus. Was eventuell noch sein könnte, ist hier die Converse Agility, das hatte ich gesehen. Als Kombinationsmöglichkeit haben wir hier mit immer wenn man ausweicht, erhält man Zugleiste. Und man erhöht natürlich auch seinen Ausweichwert. Das heißt also, es kann sein, mit passenden Kombinationen an Discs könnte auch hier durchaus Termiter sein. Details bekommt ihr natürlich ein Update, auch ein Disc-Update. Bekommt ihr spätestens nach der ersten Season, gibt es dann, also nach der ersten Conquest oder während der ersten Conquest schon, welche dann natürlich total gut sind. Und ansonsten, wie gesagt, ist alles nice to have. Ja. Achso, wo es mir gerade einfällt, die Protection Shields empfehle ich euch auch. Das ist immer, wenn man kritisch getroffen wird, 15% Schutz. Also ihr merkt schon, eigentlich sind viele Discs alle nice to have, kann man ganz gut mitnehmen, aber ich denke, die stärksten werden, wie gesagt, die Zealous Ambition sein in Kombination. Wo hatte ich es hier? Die Zealous Ambition in Kombination mit Vitality, das wird eine sehr starke Kombination sein. Und das andere hier mit Heilung über Zeit und alles, was mit Buffs zu tun hat, also Stacking Offense. Ich denke, das werden so die beiden Hauptkombinationen sein. Ansonsten, sei es der Vollständigkeit halber noch gesagt, es gibt zwei neue Discs, die es so bisher noch nie gab, glaube ich, oder zumindest habe ich sie noch nicht gesehen. Ich suche sie gerade. Das sind
fraktionsspezifische Discs. Und zwar ist das einmal Expandable Forces. Das ist eine epische Disc, also sprich blau. Betrifft beschworene Separatistenverbündete. Diese bekommen dann nämlich plus 25% Tempo, Gesundheit und Schutz. Und der Schaden ist ebenfalls um 25% erhöht. Und alle anderen Separatisten bekommen die Hälfte. Das ist nett. Muss man mal gucken, ob es da vielleicht einen Use Case für gibt. Es schadet bestimmt nicht, wenn ihr die seht, dass ihr die mal zu Testzwecken einpackt. Wenn ihr aber andere Discs natürlich habt, die besser sind, klar, nehmt ihr die. Ansonsten gibt es noch die Republic Resolve. Ist eine legendäre, also sprich eine lilane Disc. Die Chancen sind dann relativ schwierig. Das ist der Padme-Bonus. Also immer wenn ein Verbündeter der Galaktischen Republik Schaden bekommt, wirft er 20% davon wieder zurück. Ist dann also Self-Damage. Kann Gegner nicht besiegen, aber das kann tatsächlich interessant werden, weil wir doch relativ viel Galaktische Republik haben. Da kann man vielleicht mitunter den einen oder anderen Cheese auch noch machen, dass man Gegner, dass die, wenn die so schnell sind, dass die sich gegenseitig kaputt machen und man die dann einfach nur noch mit einem Finisher irgendwie platt machen muss. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, nice to have. Und ja, that's it. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Richtung. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, welche Kombinationen sonst noch so interessant sind. Und schreibt mir auch gerne rein, wenn ihr, was ihr für Videos sonst noch braucht, für die Conquest auch vorbereiten und so weiter. Alles in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns wieder zum nächsten Conquest Guide Video, was auch immer, zu Star Wars Galaxy of Heroes. Ich bin der Simme, vielen Dank fürs Einschalten und stay tuned. Ciao.